Sparen bedeutet immer auch Nein zu sagen. Die Ampelregierung ist in der Haushaltskrise noch auf der Suche nach dem richtigen Nein. Die FDP sagt Nein zu noch mehr Schulden, kann sich Einsparungen etwa beim Bürgergeld vorstellen. Genau dazu sagen Grüne und SPD Nein. Sie wollen die geplante Erhöhung des Bürgergeldes beibehalten. Um wie viel Geld es geht und wie es berechnet wird, dazu Julia Schröter. In Deutschland beziehen 5,5 Millionen Menschen Bürgergeld. Der Satz für eine alleinstehende Person etwa beträgt aktuell 502 Euro im Monat. Im kommenden Jahr soll der Satz steigen auf 563 Euro. Die Bürgergeldsätze sollen ab Januar im Schnitt um 12% steigen. Den Bund kostet die Erhöhung rund 3,4 Milliarden Euro. Die Bürgergeldsätze berechnen sich aus der jährlichen Lohn- und Preisentwicklung. In einem komplizierten, mehrstufigen Verfahren haben die Experten wegen der hohen Inflation für 2024 eine Erhöhung von eben 12% ermittelt. Dass die Inflation nun zum Ende des Jahres überraschend deutlich gesunken ist, spielt für die aktuelle Berechnung keine Rolle. Wenn die niedrige Inflation sich aber fortsetzt, werden künftige Anpassungen beim Bürgergeld entsprechend niedriger ausfallen. Ja, ob Einsparpotenziale oder doch neue Schulden, die Koalitionsspitzen räumen dem Haushalt 24 oberste Priorität ein. Wirtschaftsminister Habeck cancelte seine Reise zum Weltklimagipfel und dem Treffen vom Finanzminister, Vizekanzler und Kanzler gestern soll schnell ein weiteres folgen. Über verhärtete Ampelfronten, gerade beim Bürgergeld, berichtet Daniel Ponsen. Diese Selbstbedienungsmetzgerei ist Folge des Fachkräftemangels. Der droht in den nächsten Jahren noch erheblich zu wachsen. Nicht nur deshalb stellt die FDP jetzt im Zuge der Haushaltsdebatte die geplante Erhöhung des Bürgergelds in Frage, sondern auch, weil diejenigen, die arbeiten, vielfach kein vergleichbares Lohnplus erhalten. Das Lohnabstandsgebot ist gerade im Niedriglohnsektor nicht mehr gewährleistet. Und wir müssen alles dafür tun. Und es muss ganz klar nach wie vor gelten, wer arbeitet, muss mehr haben als jemand, der nicht arbeitet. Beide Koalitionspartner wollen an der Erhöhung festhalten. Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil nennt die Kritik an der Erhöhung moralisch unverantwortlich. Es ist kein Beitrag zu gesellschaftlichem Frieden, wenn man jetzt Gruppen in der Gesellschaft gegeneinander ausspielt. Das ist keine Lösung des Problems, sondern wir müssen dafür sorgen, dass soziale Sicherheit in Deutschland da ist für die Menschen, die auf den Staat angewiesen sind und dass Arbeit sich lohnt. Genau daran aber kranke es derzeit, heißt es auch, aus der Union. Die Erhöhung des Bürgergelds um 12% lehnt auch sie ab, wegen der hohen Kosten und ebenfalls mit Verweis auf zumeist geringere Zuwächse bei Arbeitnehmern. Ganz generell brauche es eine Neujustierung des Bürgergelds, so der Generalsekretär. Allein der Begriff Bürgergeld suggeriert, dass es allen zusteht, ist totaler Quatsch. Das müssen diejenigen bekommen, die wirklich hilfebedürftig sind. Und alle anderen, die arbeiten können, die müssen auch einer Arbeit nachgehen. Das ist so in einem Sozialstaat und das wird auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Das Bürgergeld nur ein Streitpunkt beim Haushalt, über den sich die Ampel rasch einig werden muss. Eine ganz andere Sicht auf den Nahostkonflikt als Deutschland hat der Gast, den Olaf Scholz heute im Kanzleramt begrüßte, Brasiliens Präsident Lula. Er nennt Israels Angriff auf Gaza einen Genozid. Auch Sanktionen gegen Russland lehnt Lula ab. Trotzdem verbindet beide Länder einiges. Wirtschaft und Umwelt stehen da ganz oben. Aus Berlin, Frank Buchwald. Der Mann aus dem Süden mag gefröstelt haben am Morgen vor Schloss Bellevue. Brasiliens Präsident Lula zurück in Berlin. Der Empfang ist herzlich. Politisch aber liegt viel aufgestautes Eis zwischen Brasilia und Europa. Etwa ein Handelsabkommen, das seit langem blockiert ist. Nach 23 Jahren Verhandlungen, in denen wir keine Vereinbarung zustande bekommen haben, wären wir wirklich unvernünftig, wenn wir unser Handelsabkommen jetzt nicht endlich abschließen würden. Alle größeren deutschen Unternehmen sind längst in São Paulo präsent. Fast jedes Auto kommt von VW. Das Freihandelsabkommen aber seit Jahrzehnten blockiert. Europas Bauern fürchteten die starke Konkurrenz aus dem Süden. Brasilianische Bauern liefern längst Soja nach China. Umweltschützer kämpfen gegen Holzeinschlag im Amazonas-Regenwald und Rinderzucht. Klimaschutz, Topthema deshalb heute auch in Berlin. Im Rahmen unserer neuen Partnerschaft wollen wir mit gemeinsamen Projekten das Ziel Null Entwaldung bis 2030 in Brasilien unterstützen.
Und wir werden klimaneutrale Industrien aufbauen und in die Klimaforschung investieren. Die beiden haben dann noch einige Absichtserklärungen unterzeichnet gegen Hass im Netz, für Kooperation in der Landwirtschaft, Energie und Bildung. Gute Absichten, höflicher Applaus. Brasilien aber geht längst seinen eigenen Weg und Wunschpartner ist längst nicht mehr nur Europa. Großes Entsetzen vor 3 Jahren, als ein Mann in Trier mit seinem Auto 5 Fußgänger tötete und viele schwer verletzte. Der Bundesgerichtshof hat jetzt die lebenslange Freiheitsstrafe gegen den Amokfahrer wegen Rechtsfehlern aufgehoben. Das Trierer Landgericht muss neu verhandeln. Das Gericht habe die Schuldunfähigkeit des schizophrenen Mannes zu pauschal beurteilt und müsse auch berücksichtigen, welchen Einfluss Alkohol spielte. Dass der Mann die Menschen umfuhr, sei aber unstrittig, so der BGH. In Süddeutschland ging auf den Schienen am Wochenende fast gar nichts mehr. Kaum schneit's mal, fährt keine Bahn, mag so mancher gedacht haben. Aber hat das Krisenmanagement tatsächlich versagt? Es war schon sehr viel Schnee, der da runterkam. Wie wintertauglich ist die Bahn? Dazu Cordelia Strauß. So viel Neuschnee in so kurzer Zeit, das hatte es in München seit Jahren nicht gegeben. 4 Tage nach dem Wintereinbruch bereiten die Schneemassen weiter Probleme. Viele Bahnen fahren nicht. In München betrifft das den Nah- und den Fernverkehr. Weichen müssen vom Schnee befreit werden. Allein in und um die Landeshauptstadt gab es nach Auskunft der Bahn 80 Schäden an Oberleitungen. Und da der Schnee am Wochenende fiel, war zunächst ein Bereitschaftsdienst im Einsatz. Ich wüsste nicht, was sich auf ein Ereignis, das sich einmal im Jahrhundert ergibt, noch anders vorbereiten kann wie jetzt. Wir haben eine funktionierende Mannschaft, die die Entstörung draußen vorantreibt, die die Krisenstäbe intern koordiniert. Und ich glaube, wir haben auch Kunden, die Verständnis haben für das, was gerade passiert, eben weil es etwas ganz Außergewöhnliches ist. Trotz aller Bemühungen, die Bahn sei wenig wintertauglich, kritisiert der Fahrgastverband ProBahn. In der Vergangenheit sei zu viel gespart worden. In den letzten Jahrzehnten hat die Bahn es verpasst, ausreichend Personal und Räummöglichkeiten für einen solchen Extremfall bereitzuhalten. Und auch Abstellgleise sind zurückgebaut worden. Und deswegen ist es schwierig, einfach mal einen Zug irgendwo abzustellen, wenn der nicht mehr fahren kann. In München bleibt der Bahnverkehr heute stark eingeschränkt. Morgen könnte gefrierender Regen weitere Probleme bereiten. Die Bahn bittet Reisende, nicht notwendige Fahrten auf Mittwoch und später zu verschieben. Und das Wetter bleibt ungemütlich mit Schnee und Glätte. Der Flughafen München stellt morgen Vormittag seinen Betrieb wegen Eisregens vorübergehend ein. Auch am Frankfurter Flughafen waren die Räum- und Enteisungsfahrzeuge im Dauereinsatz. Flüge wurden annulliert, die Start- und Landebahnen mussten geräumt werden. Im Taunus, da war der Verkehr stark beeinträchtigt. Bei Schwalbach gab es mehrere Verletzte, als 6 Fahrzeuge miteinander kollidierten. Miteinander statt nebeneinander. Das Ehrenamt mache da den Unterschied. Das sagte Bundespräsident Steinmeier bei der Verleihung von Verdienstorden an 10 Frauen und 9 Männer. In Schloss Bellevue betonte Steinmeier, es sei wichtig, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen, um Ehrenamt zu ermöglichen. Dazu gehörten familienfreundliche Bedingungen und der Schutz derer, die sich kommunalpolitisch engagieren.